Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge von Emergency Lüdenscheid zusammen mit Pascal Hallo. im Multiplayer und mit Han an der Leitstelle. Hallo. Da oben seht ihr es. Wir spielen im Multiplayer mit Leitstelle. Ey Leute, jetzt wird's krass. Wir haben im letzten Livestream haben wir die Ausbildung gemacht, beziehungsweise haben einmal gezeigt, wie die Leitstelle funktioniert. Und da wollten wir das Ganze jetzt mal probieren. So, ich habe jetzt gerade nochmal in Lüdenscheid Spieleinstellungen die Gruppenplatzierung angemacht und die große Oh, Karte die habe ich vergessen. angemacht. Die habe ich vergessen. Weil es wird ja irgendwie mal geresettet. So, schauen wir mal, ob gleich der erste Einsatz reinkommt. Für uns. Ich habe gehört, in der Leitstelle soll schon einer sein. Ja. Achtung, Einsatz für Oh 1HLF 201, ich habe Feuerwehr. 1HLF 202, Okay, ich habe nichts PKW bekommen, in deswegen. Vollbrand. Wir Person brauchen einen eingeschlossen. Abschleppdienst. Zwei Abschleppdienst. Ansonsten erstmal nichts, glaube ich. Ah, ich habe den einen noch nicht bekommen, aber ich habe ihn gerade auf der Karte gefunden, ne? Ja, so ein Nee. Feuersymbol, das ist Irgendwann da relativ reisen offensichtlich, muss. sagen wir es mal so. Nee, Was Feuersymbol höre habe ich tatsächlich nicht. Ich habe nur einen Fahrzeugwrack-Symbol auf der Karte. ich? Auch gut. Ja, ich weiß schon, wo es ist. Also Lagemeldung, zwei PKW brennen auf dem Aldi-Parkplatz. Ja. Apropos, hast du Angrenzende eigentlich die LKW freiwilligen gefährdet. HLF LKW geschickt? Nee, gefährdet. das waren die von der Hauptwache, ne? Ja, Hauptwache. Okay, alles gut. Hauptwache. Habe Super. ich drauf geachtet. Das. Also angrenzende PKW gefährdet, also zwei Stück gefährdet. So wie angrenzender Wald. Oh nö. Mit Erwähnen Ruine wir das nicht. Okay, es ist. Achtung, Einsatz für 6RTW 2 VERUNFALTT. Vier Abschlepper. Ein Bus ist in ein Auto gecrashed. Das heißt, wir haben garantiert sehr viele Verletzte. U Du Wir kannst schon mal rein in die haben RTWs holen. ein brennender PKW, zwei PKW aus dem Fahrzeug Person rausgeschnitten werden müssen, ein Achtung, Bus aus jemandem Einsatz für rausgeschnitten werden muss, sowie noch eine 6RTW rumliegende 1 Person. 9NEF 1 VERUNFALTT. In einer Rettungswache müsste es einen GW San und einen BT Kombi geben. Die hätte ich gerne mal. Lage unklar. Sowie Das Feuerwehr. wird gemacht. Massenanfall von Verletzten. Jo. Richtig. Ich habe bisher einen Alex und zwei RTW Achtung, bekommen. Eine Einsatz RTW. für 5G Wird Wesan gemacht. 1, 5BT Kombi 1, VE, Und mit dem Oh, ganzen Pascal in Löschzug. N, E, Ein ganzer Genau, wenn da Löschzug so ein ist paar was? Fahrzeuge da sind. Lage Zwei unklar. LF oder HLF, ein Einsatzleiter und eine Drehleiter. Okay. Achtung, Einsatz für 2HLF Braucht das 20 Bein, dafür 1, brauche ich doch einfach nur 2HLF RTW. 202, 2ELW RTW, okay. 11. Beim PKW-Brand sind mittlerweile drei Autos, das heißt, ich hätte gerne noch einen Abschlepper. RTW von dir ist angekommen. Ich dachte, es wäre mein RTW, aber es ist dein RTW, der angekommen ist. Dann schicke ich gleich schon Beim mal Leute los, VU. ne? Ja, der eine Person, die schon mal frei hier draußen liegt, kannst du jetzt schon mal versorgen mit dem RTW. Hast du mir So. freiwillig oder Berufsfeuerwehr geholt? Berufs. Sehr gut, weil das Auto hat schon die Hälfte der Lebensleiste hinter sich und wenn die Lebensleiste abgelaufen ist, explodiert das Auto. Und die Person da drin ist tot, sowie wahrscheinlich auch die Person in den angrenzenden Fahrzeugen. Nee, die sind auf dem Weg. Und dann bräuchte ich mal ein paar Leichenwagen. Nee, die Wie brauchen wir jetzt noch viel? nicht. Achso. Noch nicht, aber die bräuchten wir dann. Sollte ich dann auch schon mal Abschlepper machen, oder? Äh, Kannst noch nicht, die nerven erstmal an einer Stelle. finde Okay. ich nicht. Also ich finde, die kann man auch schon mal alarmieren. Bin bereit. Ja, dann hol schon mal Wird vier gemacht. Abschlepper. Die kannst du auch zur Seite schicken, also daher. Ja. Verstanden. Ja. Achtung, Einsatz für 1 RTW 1. Gebrochener Arm. Zu Die Befehl. wieder mit ihren Brechungen hier. Wie in Hm. Mathe. Gebrochenes Bein, gebrochener Arm. Hatten wir aber in der letzten Folge da ja auch. Ein RTW bitte zum PKW-Brand. Da ist anscheinend noch jemand drin. Okay. Ach Achtung, stimmt, da steht auch Person Einsatz dahinter. für Wow. 1 RTW 2 Ja, Ja, wenn du okay. ein NEF in der Nähe hast, dann den gerne Vollbrand. auch noch. Person eingeschlossen. Was gibt's? Jawohl. So, hast. Obi, du hast ein NEF vor. Ah, nee, Achtung, das ist mein Einsatz NEF, der vor für Ort ist. 1 Sehr gut. NEF. Dann Ich habe schicke ich einfach den irgendein rein. NEF Ist okay. eingeschickt. In Ja, ist Vollbrand. richtig. Wir Person brauchen nur ein NEF für das eingeschlossen. Sanitätszelt. Na, und ein NEF brauche ich auch Ja, hier. wenn ich drei RTWs hinschicke, warum sollte ich dann kein NEF mitschicken? Ist ja richtig, ist ja richtig. Ich wollte wissen, wessen NEF auf einer Einsatzstelle ist. Das kann ich euch nicht sagen. Das müsst ihr unter euch ausmachen. Richtig.
Okay, die beiden Halles von der Hauptwache sind auch wieder verfügbar. Die Abschleppe sind alle deine, Tobi. Die kann ich nicht steuern. Jo. Soll ich die mal wegparken oder was? Ja, die mal wegfahren. Die stehen ein bisschen nah an dem brennenden Auto. Ja, die können nicht brennen. Achso, das ist ja gut. Dann ist ja gut. Ist übrigens überall noch jemand drin, sag mal. Ja, ich weiß. Dann macht man von RTW nichts. Der sollte das eigentlich mal wieder versorgen hier. Ich bin jetzt gerade dabei, die Löschwasserversorgung zu bauen. In Ordnung. Jetzt möchte ich erstmal jemanden in Angriff schicken. Wenn ja, die GLK vielleicht. Also ich lege ja gerade Verteiler. Ach so. Bin bereit. Ich versuche diesen Abschlepper da durch zu navigieren. Mhm. Okay, die eine Person wird versorgt. Ja. Braucht kein NL. Bin bereit. Zu Befehl. Wird gemacht. Verstanden. Brauchen des Beines versorgt. Ja. Wird gemacht. Sehr gut. Ich hole die Schere mal. Übrigens, in Italien am Gardasee ist es sehr schön. Ja, daher war da ja letzte Woche. Deswegen sind auch so ein paar Videos ausgefallen. Mudrunner, Hus. Nein, also für Mudrunner ausfallen lassen würden die letzten zwei, drei Wochen. Lagemeldung, brennender PKW gelöscht, Personen werden rausgeschnitten mit zwei Rettungsschirmen im Angriff. Iha. Du musst ja deinen LF nochmal aufpacken, ne? Und übrigens, unter der Brücke steht auch ein RTW von dir. Soll ich den mal bewegen? Ja, beam den mal bitte hoch. Der steht auf den Bahngleisen unten, ein bisschen unpraktisch. Beam den mal bitte hoch. Was geht's? Es gibt ja Leute, die haben die Möglichkeit dazu. Dahin? Stell den einfach irgendwo da oben hin. Die brauchen sie jetzt nicht wirklich. Sind da doch zum Abtransport, aber gut. Ach Mist, ich kann nicht auf die Leitungen kann ich ihn nicht stellen. So. Also wir brauchen dann auf jeden Fall noch zwei RTW. Auf jeden Fall jetzt noch. Ja, weil da ist auch noch einer angeschlossen. Rausgeschmissen. Transportieren den Smart schon mal ab, ja. Höre. Alles klar. Was gibt's? Verstanden. Ja, verstanden. Beim verunfallter Reisebus brauchen wir noch zwei RTW. Erwarte Befehle. Okay. Wird gemacht. Achtung, Einsatz für 9 RTW 2. Alles klar. E R U. N-F-A-L-T-E-R-E-I-S-E. Ist ja für unfair, der Reisebus ist wie gut, stabiliert das jedes Mal, du, ne? R-E-I-S-E-B-U-S. Lage unklar. Also Pascal, ich muss sagen, ich bin relativ stolz auf dich. Das heißt, managst du hier eigentlich ziemlich gut. Ja, ich hab dich nur ein bisschen lang brennen lassen. Ja, aber das war ja nicht das Problem. Nö, wir haben noch gelöscht. Welches Krankenhaus war jetzt welches? Das in der Mitte ist das Uniklinikum, das am Stadtrand ist das Sportklinikum. Oder irgendwie okay. So. So, liegen hier noch irgendwelche Leute rum? Nö, ist jetzt alle im Zelt. Sehr gut. Hast du den auf der anderen Seite schon rausgeschnitten? Ja, ja, die sind alle rausgeschnitten. Und der 8 RTW1 wurde auch zugewiesen. Aus dem Game Auto auch rausgeschnitten. Okay. Oh, da ist einer tot. Einer ist verstorben. Wir bräuchten einen Leichenwagen beim verunfallten Reisebus. Zu Befehl. Die LK kannst du auf jeden Fall, glaube ich, nach Hause alarmieren. Ich schicke die ganze Feuerwehr nach Hause. Verstanden. Ja. Okay, alles klar. Im Bus. Den Bus kann ich noch nicht abtransportieren, ne? Da sind vielleicht noch Leute drin, ich sag mal. Moment. Dann bräuchte ich noch mal... Der 5 RTW1 wurde zugewiesen. Ja. Was geht's? Okay. Die zwei, das eine HLF, oder beziehungsweise die beiden HLFs, die jetzt gleich vom verunfallten Reisebus losfahren, bitte nochmal neu alarmieren. Ihr müsst nicht, das sind 1 oder nicht? Die sind fälschlicherweise rücktransportiert. Die sind zurzeit noch hier. Ja, ja, noch, aber die fahren gleich los. Ich kann die nicht mehr aufhalten, losfahren. Nein, Tobi hat halt gefragt, deswegen. Ja. Also, wenn Leute zusammenpacken, dann sind sie noch FMS4. Okay, am gelben Auto ist auch niemand mehr. Aber dass in dem Bus noch mehrere Menschen drin sind, das ist natürlich gut möglich. Hast du nicht mal probiert? Ich bin ja simpel in den Emergency-Log gegangen mit einem Fahrzeug, eine Person. Ach, Pascal.
Achtung. Auch dieser Abschlepper ist die Brücke runtergefallen. 2 HLF 202, 2 HLF 201, V-E-R-U. Okay, wenn er meint, dass es nötig ist. Ich sag ihm erstmal dorthin fahren. Vielleicht macht er das dann besser. Mal gucken, ob er ankommt. B-U-S. Lage unklar. Bin bereit. Haben wir jetzt schon einen Leichenwagen auf dem Weg hier? Ach, da ist er gerade. Ja. Wenn man gerade vom Esel tratscht, dann kommt er angelatscht. Nicht ganz, aber ein Leichenwagen. Kein Problem. Bin bereit. Ja, der bestellte Leichenwagen ist da. Ich wollte gerade fragen, der kommt da vorgefahren. Erwartet das Fehler. Wer von euch hat jetzt die Rettungsschere in der Hand? Ich nicht. Ja, ich habe dir gerade einen Feuerwehr mit Leute gegeben. Hier steht doch einer abseits von dem Feuerwehrfahrzeug, so ob sie gerade geholt hätte, aber der hat sie nicht in der Hand. Zu Befehl. Ist vielleicht einer runtergesprungen? Nee. Die sterben da drinnen, Pascal, mach mal hin. Versuch's mit dem anderen Hagel. Ah, jetzt holt er sich wieder eine, hä? Okay, der hat sich nicht geholt, der ist nur da hingelatscht. Erwarte Befehle. Ach, Tatsache, da ist noch jemand drin. Mindestens die eine Person. Hallo? Schneidest du jetzt noch jemanden? Hä? Wo ist der Feuerwehrmann hin? Wie rausschneiden soll? Bin bereit. Der steht hier noch. Warum steht da ein Feuerwehrfahrzeug? Renn doch los. Der rennt nicht zum Bus. Junge, der latscht zum Bus. Dankeschön. Muss ich gerade dreimal sagen, dass zum Bus latschen, seit ihr mal losgegangen ist. Ich such den. Fachkundiges Personal ist auch schwer zu finden, ne? Nein, fall dich doch nicht wieder runter, du dumme... Ah, okay, sind wir hochgefahren, lol. Ja, die haben die Leiche aufgenommen. Bin dabei. Die dürfen wir nach Hause fahren. Die verstorbene Person, nicht die Leiche. Erwarte Befehl erstanden. Das ist aber auch eine Leiche. Bisschen respektvoll hier. So, eine Person rausgeschnitten, noch mindestens eine weitere im Bus. Was gibt's? Das heißt noch zwei RTW. Obwohl, nee, ein RTW war ja einer verstorben. Ist in Arbeit. Und willst du auch noch da sein, oder? Höre. Oder? Erledigt. Hm? Obwohl, niemand der, da ist einer drin. Ja. Nee, es sind ja nur ich noch... Ich hab ach, hier nee, einen RTW einer. Mit Notarzttransport. Das heißt, wir brauchen NR4. Ja. Obwohl, nee, solange es nur einer ist, brauchen wir keinen. Du kannst ihn erstmal lassen. Na, holen wir trotzdem ja noch einen NEF, mindestens. Okay. Eine Person mehr im Bus. Achtung, Einsatz für 2MEF1 V-E-R-U L-F-A-L-L okay, jetzt sind keine Personen im Bus. Habe ich gerade eben gesagt, Alter. Ja, okay, ich bin nicht zugehört. Es muss doch einfach wissen, dass ich dir nicht zuhöre. Okay, der PKW in Vollbrandperson eingeschlossen. Sollte jetzt gleich einen Sprechmund absenden, dann ist der auch abgeschlossen. Naja, 2.0, das wird hier benötigt an der Stelle. Ich habe sogar noch hier hinten einen RTW stehen irgendwo. Ja, hast du. Bin bereit. Gut, der zweite RTW braucht einen Notarzttransport. Aber das sollte ja schon einer alarmiert sein. Eins RTW zugewiesen. Jo, ja, danke. Der RTW ist schon auf dem Weg. Deine DLK kann übrigens nach Hause fahren, ich sag's nur. Ja, die will nicht nach Hause fahren. Was? Was habt ihr gerade für Probleme? Du kannst mit Rechtsklick auf ein Fahrzeug, hast du eine Option, Fahrzeug zurücksetzen, Hanna. Wo? Bitte bei der 2 DLK 23.1 mal anwenden. Was gibt's? Alles klar. Bitte sehr. Und weg ist sie. Na. Ist halt nicht ganz bugfrei. Genauso wie dieser Gelenkbus hier. Und das Auto hinten im Gelenkbus drin. Das Auto, was im Gelenkbus drinsteckt, und das Gelenk, was einfach anders broken ist. Es ist ein Patient und alles voll hier. Okay, es sind vier Patienten. Und das HLF möchte jetzt auch nicht nach Hause fahren. Steckt da vielleicht irgendein Feuerwehrmann irgendwo rum? Ja, guck mal, da läuft doch noch einer. Da läuft doch noch. Ja, der will nicht einsteigen. Oh. Warte mal, ich versuche ihn mal herumzuschieben. Ja, der will nicht einsteigen. Er läuft doch, will nicht einsteigen. Okay, jetzt steigt er. Ach. Nicht fragen. Achtung, Einsatz für 1KTW1. KT. Yay! Krankentransport. Krankentransport. Nice. Immerhin bekommst du einer von uns. Ich habe einen verpackten Sanitobi an dem einen RTW. Da. Ach, die Sannis, die backen heute aber auch alle rum, ne? Ja, alle wollen so Waffeln machen.
Na. Ah, endlich mal der kein Notarzttransport möchte. ist ja schön. Haben wir noch irgendwo einen RTW? Nö. Musste ich deine Leute eigentlich aussteigen lassen aus dem Zelt oder konntest du das selber machen? Sehr schön. Ist noch ein RTW auf Anfahrt zum verunfallten Reisebus? Nein. Dann bräuchte ich nur noch einen. Pascal, du hast meine Frage nicht beantwortet. Könntest du bitte mir mal sagen, ob ich die Person aus dem Zelt rausschicken soll oder ob du das machen kannst? Ich kann sagen, aussteigen. 1, 2, 3, 4. Okay, gut, funktioniert. Sehr schön. Ja. Na, ich dachte, wir hätten es irgendwie letztens mal gehabt, dass es nicht funktioniert hat. Nur ein RTW 2 zugewiesen. Was ist ein Einsatz? Ich habe einen Gebäudebrand. Achtung, ich weiß aber nicht, was ich. Ein Löschzug. Einfach erstmal Löschzug. Ja. ELW haben wir noch mit drauf. Im schlimmsten Fall immer Löschzug. Und ein RTW. Ja, der kann auch nicht schaden. Du sagst so Gebäudebrand Achtung, und gebrochen Arm. Was war noch mein Gebäudebrand? Das gibt's auch. 2 HLF 201, 2 ELW 11, 2 DLK 221, 2 RTW 1, F. Ja, alle lieben sie. Gebäudebrand. Rückmeldung zum Gebäudebrand. Ein Gebäude brennt ordentlich an der Front. Vermutlich Personen eingeschlossen. Ja, bitte zweiten RTW und einen NEV. Okay. Achtung, ah, ja. Einsatz für 2 RTW 2 F 1 Gebäude. Ich schicke ein NEF. Yay. Du schickst ein NEF zu dem Brand. Ja, ja, deine Leistung heute. Hanna, kleiner Schönheitstipp. Könntest du vielleicht den ELW zuerst alarmieren, dann einen HLF, dann eine DLK, dann ein weiteres HLF oder LF und dann den RTW? So, dann kommen die nämlich in der richtigen Reihenfolge an. Das wäre ganz schön. So, so keiner, das, der also erst ELW, dann HLF, dann DLK und dann noch ein HLF? HLF oder LF, ja. Genau. Oder ein RTW. Dann sieht ziemlich super aus. Okay, nice. Wenn ich dran denke, mache ich das nächste Mal. Kein Problem. Wie gesagt. Wenn irgendwie Stress ist, nicht machen, aber ansonsten. So, Angriff jetzt mit Sternchen. 3 C-Rohren. Personen werden auch umgehend vom zweiten HLF dann aus dem Gebäude befreit. Yay! Bau die DLK auf. Okay. Ja, DLK wird auch gleich aufgebaut. Ich würde aber erstmal gerne die 3 C-Rohren vorbereiten. DLK ist effektiver. Mach erstmal die und schließ die an. Jetzt wird gerade der Verteiler gelegt. Du hast 2 HLFs. Ich sag's. Ja, in dem einen HLF sitzen aber keine Leute drin. Das ist dieses HLF, wo niemand drin ist. Deswegen. Ganz cool, wie der Gruppenführer immer so winkt. Wird erledigt. Arme breit. Ja, der puttelt den Arm so rum, wenn er Befehle gibt. Dutter, tolle, dutter. Ich meine, ihr seht das jetzt gerade nicht, was ich hier rumfuchtel, aber. Ihr wisst, denke ich, was ich meine. DLK geht in Angriff. 2 C-Rohre sind im Angriff. Das folgt. Weiter, Patient. Wir brauchen einen dritten RTW. Was gibt's? Also kurz warten. Vierter RTW, ja, nee, wobei. Einsatz für 2 ja, RTW 3 F 1. Gebäudebrand. Ja, wird erledigt. Ich hole jetzt gerade noch einen Feuerwehrmann, der. Jetzt kann gleich mal die Verletzten hier vom Brand wegziehen. Jawohl. Feuer aus. Leg mal Löschwassereingang, was habe ich ganz vergessen? Du kannst mal gucken, ob du mit dem Gruppenführer nochmal reingehen musst. Ich weiß nicht, ob das nur bei Einfamilienhäusern ist oder so, oder ob das auch bei dem sein muss. Ich kann mit dem Gruppenführer nicht interagieren auf das Haus. Okay, dann nicht. Dann könnte bei der Feuerwehr sagen, wenn ich nach Hause fahren. Nee, ich führe so ein HLF auf. Ja, aber wenn der Rest. Weil Wasser kostet auch Geld. Das macht natürlich, ob ich das in der Wache bezahle, das Wasser auftanken, oder ob ich hier aus dem Hydranten mir was rausnehme. Der ökonomisch denkende Retter. Ja. So, der dritte RTW ist jetzt doch überflüssig, dann wieder zurück. Ja, da ist ja keine Rückmeldung, die irgendjemand braucht. Ja, ich sage trotzdem. Du kannst den Patienten aufnehmen. Okay. Schaut sich auch nochmal den anderen an. Schickt mein Sandy erstmal weg. Ja, so kriege ich mehr Punkte, weißt du? Ja. Der ökonomisch denkende Sanitäter, ne? Notarzt in dem Fall.
Gut, beide Personen sind versorgt. Der eine Patient hat Platzwunden und der andere hat auch Platzwunden. Ja, also passt. Gut, Feuerwehr rückt jetzt ab. Höre. Ja? In Ordnung. Ich lass mal nur das mal ganz kurz da stehen, ja. Ich würde nicht denken, dass irgendeiner hier Transport braucht. Die werden wahrscheinlich einfach beide in die Chirurgie müssen, einfach und fertig. Kannst du vielleicht einen RTW da mal zurückschicken, den 5RTW1? Was gibt's? Ja, eben. Ach so, der wurde schon bearbeitet. Steht da auch noch so ein Ja, hab ich sogar gesagt. Ja. Okay, ich höre eh nicht. Der Pascal, wie ist denn das bei dir hier in der Schule? Also, ist so. Ist in Arbeit. Wie kannst du überhaupt irgendwas hinbekommen? Der BT-Kombi steht immer noch da rum. Hä? Ach, der BT-Kombi. Den hab ich vergessen. Den gab's ja auch noch. Den gab's ja auch noch. Das ist der rechte. Jo, Piepkorn. Gut, dann würde ich sagen, hätten wir es aber auch geschafft für heute, ne? Was, schon? Ja, es sind 30 Minuten Aufnahmezeit. Ja. Willst du mich wieder extra viel zusammenschneiden lassen? Wessen Schnittaufwand ist das denn hier? Ja, okay, wenn du meinst. Wollen wir eine zweite Folge aufnehmen? Na, irgendwann sollten wir noch. Wir wünschen euch erstmal einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge, ne? Tschüss. 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 Und lasst mal ein Feedback in die Kommentare, wie ihr das findet hier mit Multiplayer und so. Und wie ist es schlecht?